Schönen Tag, schönen Abend. War ein wunderbares Programm auf der Messe gewesen. Hat mir wunderbar gefallen, die alten schönen Lieder zu hören. Wunderbar. Wenn Sie möchten, können Sie ein bisschen erzählen über Ihr Theater? Ja, das freut uns, dass Sie da sind, dass Sie alle gekommen seid. Es war eine wunderbare Stimmung, ihr wart ein wunderbares Publikum, ihr seid mitgegangen, ihr habt eine Stimmung kreiert, die uns beflügelt hat auf der Bühne, und unser Theater lebt von Emotionen, von Stimmungen. Es ist das Romantiktheater, wir wollen die Leute unterhalten, die Menschen unterhalten, dass sie sich wohlfühlen. Es ist ein Wohlfühltheater und da gehört alles dazu. In unserem Theater können Sie essen, trinken, sich unterhalten, Sie können jede Art von Vergnügungen haben, im engsten Rahmen und ganz intim. Und in unserem Theater hören Sie dann eben diese Stücke, die wir heute angespielt haben. Ja. Und sehr viel Humor. Für uns ist das Wichtigste, dass die Menschen lachen. Ja, das ist unsere Primadonna, ja. Dass sie lachen bei uns. Dass sie manchmal geküsst werden, Sie sehen na, das, ja. Ganz und, spontan ist ja schön. Ja, und dass sie einfach mit einem glücklichen Gefühl von unserem Theater wieder weggehen. Ja. Das ist das, was wir wollen. Das und bin ich heute gegangen. Das freut uns und ich hoffe, dass wir uns ja im Romantiktheater dann sehen. Lieben gerne. Und was mir gut gefallen hat, mit 85 noch so rüstig. Ja, unser Hauptdarsteller, einer unserer Hauptdarsteller, der ist im zarten Alter von fast 85 und der, muss ich sagen, ist jung geblieben durch die Musik. Ja, es heißt, die Musik hält jung und hält das Geist. So ist es, das ist ganz wichtig, dass man im Kopf jung bleibt. Ich danke dir. Roland Baumgartner. Ich danke Gott. Im Weinviertel für euch. Also bitte, jetzt möchte ich aber einen Sonderapplaus für unsere wunderbare Moderatorin. Die arbeitet hier den ganzen Tag. Also ein wirklich starken Applaus für Sie. Jawohl, so ist es. Bravo, bravo, bravo. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich. Ich bin heute gekommen, um Ihnen den Weltstar der Panflöte zu präsentieren. Die beste Panflötenspielerin der Welt. Sie werden sehen, das ist ein Paganini der Panflöte. Wer hat Panflöte gern? Aufzeigen. Ja, dann bleibt bitte dort, hört euch das an. Wir haben aus Bukarest gebracht ein Mädchen, und das muss ich jetzt sagen, das ist jetzt für die Männer was, weil ihr habt jetzt 2 Stunden, meine Damen, fesche Burschen gesehen. Also ihr braucht sie nicht beklagen, ja? Aber jetzt auch was für die Männer, eine 21-jährige Panflötenspielerin aus Bukarest, gestern eingeflogen. Ein Sonderapplaus für Andrea Kira. Übrigens, das Lied, was Sie jetzt hören, Sie können es mitsingen, aber nur eine Strophe wahrscheinlich, dann wird es zu schnell. Ein Hund kam in die Küche. Und stahl den Kocher, nein. Thank you.
Blockflöte. Sie hat alle internationalen Wettbewerbe gewonnen und heute für unser wunderbares Wiener Publikum hier in Wien. Bei Ihnen, Andrea Kierer. Danke vielmals. Dankeschön. Da wollen Sie vielleicht noch was hören, eine kleine Stimme. Zugabe! Wir waren ja super. Jetzt hören Sie eine Liebesarie und zwar von unserer Primadonna. Sie hat vor kurzem erst mit Renate Holm ein Duett gesungen und jetzt ist sie hier bei uns. Und meine Herrschaft, es ist halt so ein Gefrett mit der Liebe. Ist man verliebt, ist gut. Ist man nicht verliebt, ist auch gut. Ah nein, ist schlecht, so ist es. Ja, Sie hören jetzt das Lied Larifari und die Lier. Mit unserer lieben Merle Saskia Kramp. Das Wort für redet mit mir, putzt
vertreten im Romantiktheater, da war er im zarten Alter von 81. Ja, aber Sie haben gehört, die Stimme ist wie von Jungen. So ein Applaus für unseren Helmut Seufert. Dankeschön, danke. Ja, und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, danke vielmals, Herr Helmut. Jetzt habe ich eine Welturaufführung für euch. Nächstes Jahr haben wir die Rosenkönigin. Das ist ein Stück um ein armes Mädchen und ein ganz reiches Mädchen. Und die streiten sich um einen Millionär. Ich glaube, es sind ein paar Millionäre hier. Ich sehe ein paar. Da, der Herr, da dürfte ein Millionär sein. Ja. Aber lassen Sie nicht aus, dieser Millionär, aufpassen. Ja, und jetzt folgendes. Die zwei streiten um einen Millionär. Sie wollen unbedingt einen Millionär. Sie können aber auch mit applaudieren bei uns und mitklatschen, gell? Bitte schön. Na, wo seid ihr denn? Hast du schon einen? Und wer denn? Oh. Ich bin ja keine reiche Dame. Gemacht. Das dürfte auch ein Millionär sein. Bitte, Andrea, sei vorsichtig. Lass dir bitte das Bankkonto zeigen vorher. Ja? So. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, als nächstes unser Calafati mit einem Praterlied. Wie heißt es? Was kann es Schöneres geben? Genau, als unser Prater, weil wir sind ja hier fast im Prater. Ja. Meine Herrschaft, der Ademar Bankhofer ist immer da, der sagt, man soll sich bewegen, klatscht's mit. Macht's ihm die Freude, dem Calafati. Wir lassen uns nicht ruhen, wir sind
Ich weiß nicht, Sie machen das für den Millionär. Sie machen das für den Millionär, ich weiß es. Weil es etwas zum, wirklich zum Träumen. Und zwar ein Mädchen, das so gerne Kalapati sieht und sich dann in einen jungen Herrn verliebt hat. Das ist ein wirklich schönes Liebeslied. Und ich darf bitten, Michaela Kohn und unseren lieben Martin Ganthaler. Er hat vor kurzem noch in Deutschland auf einer Tournee in Preschütz gesungen. Und Sie kann man auch hin und wieder im Gloria-Theater bewundern, wenn sie nicht im Romantiktheater ist, bei uns. Ja, mit dem wunderschönen Lied Die weißen Rosen. Okay.